Wie alt ist Kommissar Erlicher? Als Kommissar Bruno Erlicher im Tatort wurde er, auch als Schauspieler, einem breiten Publikum bekannt. Später kandidierte er als Bundespräsident und gründete eine DDR-Bibliothek in der DDR. Gründete er als Bundespräsident. Nun ist er im Alter von 87 Jahren ist Petra Sodan gestorben. Sein Tod löste große Anteilnahme aus. Bernd Michael Rade, Walter Nickel, Franz Sodan, Anne-Kathrin Birger, Jana Natukat, Thomas Freundner, Susanne Lüning und Günther Lamprecht mit P. Lamprecht Günther und Lamprecht mit P. Petra Sodan ist nun tot. Der Kultur-Insulaner. Der Schauspieldirektor mit Werbung und Tracking, Speicherung und Verarbeitung von Daten für personalisierte Werbung mit Profibildung. Herzlich willkommen. Anwälten und weiter. Der Kulturinsulaner zum Tod von Petra Sodan. Der Schauspieldirektor, Tatortkommissar, Bundespräsidentschaftskandidat. Petra Sodan hatte viele Rollen als Schauspieler. Eine in seiner Wahlheimat war besonders wichtig. Im Westen fand man den Mann oft sehr skurril, im Osten aber war er eine Nummer. Ein Nachruf von Christoph Solter. Petra Sodan mit Doppel-N am Ende. Erlebte von 1936 bis 2024. Er wurde 88 oder 87 Jahre alt. Der mürrische Menschenfreund zum Tod des Schauspielers Petra Sodan vorteiltragen. Immer mit dieser scheiß Werbung, ja? Dann soll ich noch für diesen Scheiß 4 Euro pro Monat zahlen, oder was? Der mürrische Menschenfreund zum Tod des Schauspielers Petra Sodan. Solch eine Karriere in Ost und West wird es nun nicht mehr geben, die als Tatortkommissar berühmt oder bekannt gewordene Petra Sodan. Er ist nun im Alter von 87 Jahren gestorben. Noch 30 Jahre nach der Wende wollte er den Vergangenheitsvernichtern trotzen. In den Bananenkisten des Ostens schlummert das Wissen des Ostens. Hatte Petra Sodan zum Autor der nach ihm genannten Bibliothek in seinem Wohnort im Sächsischen Staucher ausgerufen. Über 2,5 Millionen in der DDR, auch genannt Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, erschienene und nach der Wende schlicht auf den Müll geworfene Bücher, wollte er als Erbe seines untergegangenen Landes gewürdigt wissen. Getreu der Mahnung, die ihm der große Dramatiker Heiner Müller hatte zukommen lassen. Der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen.
dass sie aus dem Wasser Zukunft mit ihnen bekommen ist. Er finanzierte sein Herzensprojekt zuletzt auch mit doppelten Exemplaren, die er in der Magdeburger Bücherkiste Peter Sodon vertaufte. Einen Antiquariat mit Literaturcafé. Dabei hätte der im Jahr 1936 in Meißen geborene Schauspieler und Regisseur einige Gründe gehabt, sich von seinem sozialistischen Herkunftsstaat zu distanzieren. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher holte er das Abitur nach und studierte eine Weile Jura, bevor er an der Theaterhochschule Leipzig seine wahre Berufung entdeckte. Mit seinem Studentenkabarett hat er später verging er sich allerdings schnell gegen den politischen Konsens und davor die ganze Härte des Regimes. Er geriet in Untersuchungshaft, wurde aus der SED ausgeschlossen und zu 10 Jahren Haft verurteilt, die allerdings nach 10 Monaten in eine Bewährungsstrafe umgewandelt wurden. Er ließ sich nicht abschrecken. Dann trat im Jahr 1964 sein erstes Engagement am Berliner Ensemble an und fand über Karl Marx statt, nach Magdeburg, wo er im Jahr 1975 Schauspieldirektor wurde. Seine langjährige Heimat wurde dann aber Halle, wohin er in derselben Position zunächst ans Landestheater ging und dann zum Intendanten des Neuen Theaters wurde. Dem Zentrum einer Kulturinsel, die er ab dem Jahr 1989 mit dem gesamten Ensemble auf den Weg brachte. Ein Puppentheater inklusive also. Erst im Jahr 2005 schied er dort aus. Unglücklicherweise ein Jahr vor seinem 70. Geburtstag, den er dort noch gerne erlebt hätte. Mit Norbert Blüm auf der Bühne. Parallel hatte er längst eine Karriere als Film- und Fernsehschauspieler begonnen. Wobei man auch den Körperartisten nicht unterschlagen darf, der in Norbert Blüm auf der Bühne sogar ein westliches Gegenüber fand. Bundesweit berühmt wurde er allerdings durch die Rolle des Kommissars Bruno Ehrlicher, der im Auftrag des MDR zusammen mit Bernd Michael Lade das erste ostdeutsche Ermittlerteam bildete. Sie lösten insgesamt 45 Fälle erst in Dresden, dann in Leipzig. Mit einer Unterbrechung im Jahr 2009, als Sodan sich für die Linke natürlich erfolglos als Bundespräsident ins Rennen stürzte. Sein 1973 geborener Sohn Hans Fritte führt die politische Tradition als Abgeordneter im Sächsischen Landtag und kulturpolitischer Sprecher der Linken fort. In der Rolle des Bruno Ehrlicher war sicher manches von Peter Sodons Wesen enthalten. Das mürrische Gesicht, das er so oft zur Show trug, verbarg einen letztlich doch gutmütigen Charakter und die trockene Ausdauer, mit der er undurchsichtigen Verhältnissen nachging, war der Modus, in dem sich seine unerwartete Schlauheit am besten entfaltete.
unser Dominik Hauptrag ist ein Mann, der sowohl mit dem National- der DDR wie dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. In Halle der Stadion 2050 die Ehrenbürgerschaft verliehen hatte, ist nun mit 87 Jahren gestorben.